Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Playland. Heute geht's mal wieder weiter und wir haben wieder Dienstag. Und wir haben einmal Weg des Gems, die gute Mary Box am Start. Spezialkollektion. Auf jeden Fall vom Design her richtig cool gemacht. Mit Mopeko Alanga drauf, Mary hier. Geile Coins sind 5 Booster, 2 Promokarten. Eine XXL-Promokarte und hinten noch ein Poster, glaube ich. Hinten auch sehr cool gemacht. Wer sich das noch... Entschuldigung, ich bin immer noch krank. Wer sich das nochmal durchlesen möchte, ein bisschen langsamer reden und was trinken. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann würde ich sagen, mache ich die Box mal auf. Ich bin sehr gespannt, was da oder ob wir was pullen können. So, das Poster ist einfach hier hinten mit reingelegt. Okay, das ist so wie eine Playmat eigentlich in der Größe. Ich kann es jetzt nicht ganz drauf machen. Das ist aber auf jeden Fall ein cooles Poster. Ich würde sagen, das nehmen wir doch jetzt einfach mal hier als Hintergrund. Warum nicht? Why not? Sind zwar hier jetzt die Striche mit dabei und Ding, aber why not? Nehmen wir mal als Hintergrund. Machen wir ja nur einmal. Dann holen wir uns mal die beiden Promokarten mit raus. Einmal Müll. Dann sleeven wir die auch direkt mal ein. Ist zwar jetzt alles ein bisschen uneben hier, aber macht ja nichts. Wenn man hier auch ein bisschen das Poster so sehen kann, ist doch auch mal ganz cool. Wir haben hier einmal ein Morpeko als Promo mit Funkensprung und Elektrorad. Sehr cool. Ich möchte das Bild jetzt nicht kaputt machen, deswegen lege ich mal die Karten hier unten ab. Und wir haben einmal Olangavi mit Biss und Stachelfaust. Finde ich diesmal vom Olanga her, vom Artwork her, ganz cool. Besser als die anderen, finde ich. Dann haben wir einmal Olanga wie XXL Promokarte. Wobei ich jetzt, wie gesagt, sagen muss, ich finde die echt cool. Das ist vielleicht sogar mal wieder eine, die ich behalten werde. Die lege ich jetzt aber nicht hier mit ab, sonst haben wir gar keinen Platz mehr. Was ich dann richtig abfeiere, ist dann dieses Morpeko hier als Pin. Richtig cool. That's nice. Legen wir auch mal jetzt. Oder die kommen, legen wir nochmal hier unten mit ab. Alles cool. Passt hin. Dann haben wir natürlich noch die Booster und einen Code. Wir haben Kamalm zweimal, Pokosan, Larrikadax und Gardevoir. Wir haben alle 4 Artworks. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit Kamalm. Wir mischen die hier ein bisschen durch. So. Und dann legen wir die hier unten hin. Hier oben. Rechts ist ja eh die Kamera. Oder mache ich die Kamera diesmal? Komm, ich mache die Kamera diesmal rechts unten hin, weil oben ja Olanga sein Kopf ist, sonst wäre der weg. Machen wir diesmal die Kamera rechts unten hin. Sprich, ich mache hier das Morpeko kaputt. Hier sieht man die Karten noch.
Dann legen wir die Booster dahin, wo die Kamera ist, da stört es keinen. Und dann fangen wir an. Aber nicht mit Fokus an, sondern mit Kamera. Nach 5 Minuten erstes Booster. Ich lasse mir da gerne Zeit, da ich jetzt nicht mehr so viele Videos mache. Erstmal. Deswegen kann man sich ein bisschen Zeit nehmen. So, da ist schon eine Karte, habe ich gesehen, richtig angeditscht. Und zwar die. Diese hier, da oben. Naja. Wir fangen an mit einer Feuerenergie. Dann haben wir die Pokémon Center Dame, Victini, Kapu, Rattan, Kokuna, das war diese angetitschte Karte, Gliptifuchs, Wablu, Macholo, eine Reverse Energie in Stahl, sehr cool, habe ich zwar schon, und einmal Zygarde in Holo. Energiekarten gehen immer. Wie gesagt, hier kommt die Kamera hin. So. Und hier oben das hin. Bull kann man ja weglegen. Dann haben wir nochmal, oder zum ersten Mal, Buddy Kardax. Schauen mal, was der so bringt. Bringt erstmal eine Psychoenergie. Ein Primano Yaro. Superball, Pokéball, Thermobot, Galazigzags, Surukex, Wuffels, Kokuna und ein Altaria in Holo. Leider auch hier kein Hit im zweiten Booster. Drittes Booster im Weg des Champs. Kokosan in der V-Max-Form. Nochmal Gast Energy und sagt Pflanze. Psycho-Energie. Ein Bibor. Arbok. Klonkett. Kleptifuchs. Rattan. Kanivana. Wablu. Absol in Reverse. Und die Rare ist ein Galar Kardax in Holo. Wieder kein Hit. Not so good bis jetzt, die Box. Dann haben wir nochmal Victus Gems Gardevoir VMAX. Pack Nummer 4. So, ich guess mal Blitz, 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 Elektro. Nö. Stahlenergie. Verdächtige Konzerne. Calamanero, Superball, Surukex, Klonkett, Kleptifuchs, Rattan, Kanivana, Hyperheiler und nochmal ein Oles Buddy Kardax in Holo. Leider wieder kein Hit. Das ist nicht so gut. Jetzt haben wir nur noch ein Päckchen. Vier Holokarten ist eigentlich viermal nix. Letztes Booster. Dann war Weg des Champs nicht so erfolgreich, dass man es jetzt sammeln könnte. Aus meiner Sicht. Ich schaue einfach mal, was das letzte Booster noch hergibt. Einmal eine Kampfenergie. Bibor, Rotomrat, Hypertrank, Galageradax, Hyperheiler. Fililu, also die Karten sind richtig schlecht geschnitten. Kokuna, da sind immer noch so Fetzchen da oben dran. Unratütox, Harburg in Reverse und nochmal ein Buddy Kardax. Drei Buddy Kardax. Das ist schon. Das ist traurig für eine Mary Box. Mega traurig eigentlich. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, die beiden Promokarten sind sehr cool, die Energie ist auch ganz cool. Aber alles in allem
eine sehr, 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 sehr schlechte Box. Außer für Galabarikadax-Liebhaber ist auf jeden Fall was dabei gewesen. Würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, dann war es das erstmal mit dem Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Green Playland. Ciao, ciao.